So, und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe offscreen, bin ich zur Burg und habe Folgendes gemacht. Ich habe jetzt einige Lernpunkte weniger, habe aber, wenn ich den Magier-Rapier jetzt absetze, habe ich mir von einem Meister beibringen lassen, wie ich Einhänder trainiere auf 90%, nicht auf 100%. Einfach weil ich mit dem Meisterdegen halt auf 100% komme. Mehr habe ich auch nicht gemacht. Die Lernpunkte, da habe ich mir jetzt gerade überlegt, wohin mit den ganzen Lernpunkten und allem drum und dran. Die möchte ich mir gerne aufsparen, weil ich ja noch Runen lernen möchte. Ich habe mir gedacht, ja, wenn du schon unterwegs bist, kannst du aber zum Pyroker gehen. Der kann dir bestimmt noch was an Mana beibringen. Aber 25 Lernpunkte für 10 Mana, das ist schon echt extrem. Nee, 25 für 5 Mana-Punkte. Das ist mir echt zu viel. Ansonsten, ja, ich denke mal, aber wirklich Mana habe ich genug. Weißt du was? Das gucken wir jetzt mal kurz nach. Wir speichern. Dann lade ich mal den Lümmel durch. Das ist ein Spielstand, wo ich ganz gerne auch mal cheate, um einfach ein paar Sachen nachzugucken. Wie gesagt, das ist ein anderer Spielstand. Das hat mit dem Let's Play nichts zu tun. Ich will einfach nur etwas wissen. 12 Lernpunkte. Ja, hier habe ich extrem hier einfach nur mal nachgeguckt, ne? Also, hier hast du auch schon alles, was du brauchst. Na, hier kannst du dir alles cheaten. Ich will einfach nur gucken, was an Mana-Kosten frisst. Feuerregen. Mana-Kosten 150. Kreis 6. Magieschaden 500. Das wollte ich wissen, weil diese Rune würde ich gerne später lernen. Die ist nämlich auch ganz nützlich, wenn du irgendwas aufräumst. Ich wollte nur wissen, wie teuer das Ganze ist. Das ist Eisblock Kreis 3. Eisblock ist natürlich auf der anderen Seite. Eisblock ist am Anfang sehr mächtig, brauche ich aber nicht mehr, ne? Großer Feuersturm, Mana kosten Min 50, Max, okay. Aber Feuerregen ist eigentlich ganz gut. Super. Wusste ich nicht, dass ich das hier schon hatte. Gut. Wir haben Mana so viel wir brauchen. Perfekt. B Marvin BF2. Nee, Quatsch, brauche ich gar nicht. B, South Park B. Und jetzt bin ich mir wieder schnell. Jetzt kann ich mich die ganzen Dinger hier fressen. Und ich wollte nur gucken, dass ich mir genug Lernpunkte aufhebe und genug Mana, dass ich zumindest mal einen Feuerregen machen kann. Aber da wir gesehen haben, dass der nur 150 Mana kostet, kann ich jetzt alles aus Mana raushauen, was ich brauche. Was ich will, weil wir jetzt mehr als genug haben. Super. Ich habe es immer noch nicht geschafft, mir da Zeug zu holen. Aber macht nichts. Wir haben Mana, wir haben alles, was wir brauchen. Wie viel Mana haben wir jetzt? 174. Ja, genug. Genug für den für den Feuerregen. Wir brauchen ja noch Lernpunkte, um die Kreise zu erlernen und dann noch die Runen und oh nee, ey. Ich glaube, für den Feuerdingsbums brauchst du auch eine Feuerzunge, ne? Ich muss mal gucken, ob ich da was hab. Ah, Feuerzunge muss ich mal gucken, wo es da welche gibt. Gut, ich laufe jetzt nach da hinten. Da ist nämlich der Anfang vom Eisgebiet. Und dann gucke ich mal, wo ich da reinkomme. Ohne jetzt über irgendeinen Fels drüber zu hüpfen zu müssen. Und natürlich darf ich auch nicht vergessen zu. Wo kommen die denn her? Ich meine, hier hätte ich aufgeräumt. Kommen die jetzt. Sind die gerespawnt, weil ich Dingsbums hab oder was? Hallo Drachensnapper. Den anderen mache ich mit. Ah ne, komm, ich baue mir jetzt das Mana auf, so gut ich kann. Na, der Rapier ist natürlich geil, ne? Warum bin ich denn. Ich habe so das Gefühl, ich bin so seit 100% ein bisschen.
Ich habe so das Gefühl, mit dem Meisterrapier ist der ein bisschen träge. Sag mal, war 100% vielleicht ein Fehler? Weil er macht dieses links und rechts macht er echt nicht mehr. Aber warum? Hä? Ich habe so das Gefühl, dass der so langsam träge wird. So ein bisschen. Das ist komisch. Das ist wirklich komisch. Na gut, dann ist das halt so, kann man nichts machen. Krass, hier oben war ich echt noch nicht. Ich dachte, hier hätte ich alles abgefarmt. Hallo, Ork-Krieger. Hat's Aua gemacht? Komm her, komm mal zu Onkel. Hm? Nee, ich habe echt so das Gefühl, dass da echt Probleme gibt. Dass die 100% irgendwie nicht ganz so geil sind. Da wäre ich bei 80 geblieben. Ja, ja, ist ja gut, wir wissen's. Ich will da drüben noch mal hin. Vielleicht ist in der Höhle noch irgendwas Interessantes. Auf jeden Fall ist da noch ein Bett. Das ist gut. Ansonsten ist hier echt nichts mehr los. Gut. Dann haben wir hier alles gemacht. Stimmt, hier war ich ja zuerst. Einfach mal, um das Minental ein bisschen aufzuräumen. Hier sitzen noch ein paar Drachenjäger, aber um die kümmere ich mich am nächsten Morgen. Ich will mich erstmal ausruhen, im Fall, dass sich einer vielleicht mit mir prügeln will, was eigentlich nicht so das... Sollte eigentlich nicht so häufig passieren. Hast du schon einen Drachen gesehen? Bisher noch nicht, aber die Biester könnten... Alles klar. Bin mal ein bisschen reicher. Wen haben wir hier? Na warte, du dreckiger Dieb. Upsi. Ja... Vielleicht sollte ich was im Geschick reinballern. Hast du schon einen sehr... Gut, den haben wir abgeklatscht. Den nicht. Lassen wir auch mal schön bleiben. Also, was genau ist, kann ich dir natürlich... Wir haben... Ich... Ja, okay. Hier ist dein Geld. Du wirst es nicht... Lass uns... Bring mir erstmal was... Hier, hast du was zu trinken? So ein Drecksack, ey. Erst Kohle, dann trinken und dann... Oh, me. Mir geht's schon. Lass uns... Sieh an, selbst ein Mag... Ich kann dir nichts mehr beibringen. In dieser Disziplin brauchst du keinen Lehrer mehr. Danke. Dann lassen wir das auch mal. So, erstmal speichern hier. Die Jungs will ich noch abklauen. Der hat mir nichts zu sagen.
Was hast du an? Oh, das nehme ich natürlich alles sehr gerne. Feuerring, Dietriche, Käse, komm. Kommt sowieso so wenig. Also man kommt sowieso so selten an den Scheiß hier ran. Aber ich habe so das Gefühl, dass der so ein bisschen... Ne? Dass der echt so ein bisschen träge wirkt. Also da ist der bei 90% besser bedient. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich... vielleicht mich an die neue Steuerung gewöhnen muss, vielleicht. Also neue Steuerung nicht, aber das Timing vielleicht. Gut, willkommen in der Eisregion. Ich mag die zwei nicht. Was ist los? Verdammt kalt hier, Mann. Ich verstehe nicht, wieso Silvio ausgerechnet hierher wollte. Es gibt doch genug andere Gegenden hier, wo es was zu holen gibt. Das sind dreckige Leute, das sind dreckige Arschgeigen. Hey du, Magier machen mich immer nervös. Geh wo... Schon klar, wer gibt schon gerne seine Beute her? Du sagst es. Und wenn ich nicht gehe? Jetzt spiel ja nicht den starken Mann, du Würstchen, sonst geht es dir wie den armen Schweinen, die da hinten tot im Schnee liegen. Das waren deine Leute? Jetzt nicht mehr. Ist kein großer Verlust. Die Idioten haben sowieso nichts getaugt. Was ist mit ihnen passiert? Sie haben es nicht geschafft, an den dicken Eisriesen da hinten vorbeizukommen und sind von ihnen überrannt worden. Wenn du so ein harter Bursche bist, warum versuchst du es nicht mal? Warum räumst du sie nicht selbst weg? Komm, komm. Jetzt blass dich mal nicht so auf. Wenn du mich fragst, hast du die Hosen gestrichen, voll. Was springt für mich dabei raus? Weiß nicht. Sagen wir 1000 Goldmünzen. Ist das nichts? Was hast du davon, wenn ich es tun würde? Das kann dir doch egal sein. Aber um deine Frage zu beantworten, dummerweise stehen mir diese verdammten Dinger im Weg. Was willst du in der Eisregion? Du hörst nicht auf zu fragen, was? Na gut, ich werde es dir verraten. Sowieso ein Arschloch, der gibt uns erstens. Hinter diesen Felsen findest du ein Ödland aus Eis, wie du es noch nicht gesehen hast. Dort verbirgt sich ein Schmuckstück von einem Eisdrachen mit seinem fetten Hort. Den will ich. Also, was ist jetzt? Ja oder nein? Gut, wir müssen sowieso nachmachen. Na gut, warum? Dann beeil dich. Aber der schickt uns weiter die ganze Zeit. Also wir machen für den jetzt die ganze Zeit die Drecksarbeit. Und das Problem allerdings ist, dass der uns in den Rücken fallen wird. Von daher ist das scheißegal. Oh, Eiswölfchen. Ich weiß nicht, ich kam mit 86 oder mit 96 mit knapp 80% besser klar. Kannst du sagen, was du willst, aber so ist es. Ich habe so das Gefühl, dass der mit 100% viel langsamer ist als mit 86%. Aber na gut, dann ist das halt so. Ich will hier mal speichern. Ich weiß nicht, ob hier noch was zu finden ist. Das sind nämlich alle so Hütten. Und ich weiß halt nicht. Aber sieht für mich nicht so aus. Okay, hier ist nix. Naja, wie gesagt, zum Silvio ist halt ein Arschloch.
Und ja, der ist auf dem Bauernhof schon die Drecksau gewesen. Ich glaube auch, das Eis macht mir Damage. Hallo Bandit! Ich mach dir jetzt mal ein bisschen warm ums Herz. So, die Banditen greifen nämlich alles an. Das ist die böse Fraktion Mensch. Die haben auch nichts zu sagen, also von daher. Na komm her, komm auf, ist gut jetzt, hm? Bubis. Na, 300, ne? Das ist nicht... Na, wenigstens haben sie ein Bett. So, jetzt möchte ich aber erstmal alles hier in Ruhe abluten. Super, 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 duper. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Banditen hier, dieses Nest hat sich dreimal mehr gelohnt von dem ganzen Loot hier als dieser komische Drache. Muss ich ganz ehrlich sagen, hier gibt es ein Bett, hier gibt es eine Truhe, hier habe ich eine Dingsbums, eine Tafel gefunden, die ich gleich lesen werde. Und XP gab es auch. Zwar nicht so viel wie bei einem Drachen, aber immerhin hier. Bogenschützen. Plus 4. Super duper. So, ausgeruht und frisch. Ich habe so das Gefühl, echt, ich weiß nicht. Der fühlt sich echt mit dem 100% Einhand, fühlt er sich schwerfälliger an. Gut, das interessiert den Troll ja nicht. So, schwarzer Goblin. Goblinkrieger, tschüss. Was gibt's hier? Hier gibt's nichts. Hier gibt's nur eine kleine versteckte Höhle. Wir haben wohl ein paar Typen versucht, irgendwie der Kälte zu entkommen. Das hat jetzt nichts gebracht. Wir haben immer noch viel zu viel Gold. What? Was war das denn? Woher kam denn der Respawn? Alter, habe ich mich erschreckt. Woher kam das denn? War das irgendwie eine Falle oder so? Alter, wo kam denn auf einmal, erstens, wo kam auf einmal dieser Ork her? Nichts zu plündern. Boah.
Da ist nichts zu holen. Der Schreck sitzt mir immer noch so ein bisschen in den Knochen. Nichts zu holen. War alles hinüber und war alles super. Na ja, gut, dann gehe ich nochmal pennen. Bam. Und dieser scheiß Borg-Spruch. Oh nee, bitte. Das könnt ihr doch nicht machen. Ich bin doch ein alter Mann. So, bevor ich jetzt aber mich mit dem Trollo anlege. So, macht's gut. Ah, dass auf einmal diese Viecher kamen, das war schon echt ätzend. Ich glaube, die Eisgolems sind richtig stark. So, ich werde jetzt nochmal einen Mana-Trank nehmen. Klar, könnte ich mich jetzt auch hinlegen, aber komm, was soll's. Tja, das passiert davon, wenn man halt mit für Silvestro arbeitet, ne? Der hat echt keinen Bock auf dich. Das war das Problem. War das vor oder nach dem Troll? Nach dem Troll. Oh, super. Zum Glück. Aber ich brauche noch ein bisschen Mana. Ja, das mit dem Eisblock ist natürlich gemein, das ist sehr gemein. Oh, komm schon, Steinwächter, jetzt mal im Ernst. Seid ihr so blöd oder was? Na, toll, ey. Wie kriegt man die denn klein? Kannst du mir das mal bitte verraten? Warum gibt es jetzt hier keinen Sound? Das verstehe ich nicht, warum das Spiel auf einmal so leise ist. Aber ich glaube, die Eisregion soll so sein.
nichts zu holen. Die sind gemein. Die sind wirklich gemein. Das war echt ein bisschen extrem. Ich weiß nicht, ich komme mit dem 100% nicht klar. Ganz im Ernst. Ich habe so das Gefühl, das ist alles viel zu... Der ist viel zu schwerwiegend. Mit dem Rapier. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich echt viel zu viel Zeit brauche, um umzuschwingen. Das war vorher besser. Da ist nichts zu holen. So, jetzt gehen wir zurück zu Silvestre und sagen dem mal Bescheid, dass da alles im Lot ist, aber der wird uns sowieso wieder weiterschicken. Wenn du es schon so schön kannst, dann arbeite doch noch ein bisschen weiter für mich. Dann kriegst du dein Gold. Dann kriegst du dein Gold. Am Arsch ist Duster. Und wenn wir den Eisdrachen besiegt haben, dann will er uns klatschen und die ganzen Lorbeeren für sich einheimsen. Der hilft uns nämlich einen Scheißdreck. Der Weg ist frei. Gute Arbeit. Moment. Alles zu... Ja. Der folgt mir jetzt. So. Nichts zu holen, nichts zu plündern. Hey! Was hier? Tja, sieht übel aus, Willi. Am besten du gehst. Ja, komm. Erst, wenn wir erstmal den Drachen haben. Hast du Angst? Quatsch hier keinen Blödsinn. Von mir. Na dann los. So, hier gibt es nämlich noch einiges mehr. Ich muss hier alles alleine machen. Silvio ist nämlich eine Missgeburt. Na, der Eisgolem ist ein bisschen übel. Der rührt nämlich keinen Finger. Der hält auch die Waffe jetzt in der anderen Hand, ne? Nein! Was war das? Okay. Ach. Und ich kann es natürlich nicht beenden. Gut, blöd gelaufen. Dann, ja, das passiert bei dem Spiel ab und zu mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Ciao!